Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Shin Megami Tensei 5, ne? Nach sehr langer Zeit. Ich will mal kurz auf ein paar Sachen eingehen, bevor ich hier anständig weitermache. Erstens, warum stehe ich an der Stelle und nicht hier hinten, wo ich mich hätte teleportieren können? Ganz einfach, ihr seht es schon auf der Karte. Ich habe ein paar Mimans gefunden offscreen, weil ich ein bisschen Glorienkristalle farmen wollte und ein bisschen Geld. Und die wollte ich noch gleich einsammeln. Und während ich die einsammle, andere Sachen, über die ich reden wollte. In den letzten Wochen habe ich ja mehrere Male nur ein Projekt eine ganze Woche übergebracht, ne? Das lag zum einen daran, dass ich bei dem Spiel mal vorankommen wollte. Das war bei Kirby der Fall. Dann hier bei Pokémon, dass ich es abschließen wollte. Und bei Monster Hunter Rise Sunbreak, weil es ein neues Projekt war. Damit diese Fragen geklärt sind. Das wollte ich einfach mal aufklären. Zusätzlich kann es auch noch sein, dass am Ende des Monats ungefähr auch noch ein weiteres neues Projekt dazu kommt. Welches seht ihr dann? So, jetzt muss ich noch die anderen Mimans einsammeln. Das war eigentlich auch hauptsächlich alles, worüber ich reden wollte. Also, ich werde jetzt nicht immer hier wochenlang ein und dasselbe Projekt bringen. Ich versuche da, wie es in der Vergangenheit war, Abwechslung zu halten. Wie genau ich das versuche jetzt demnächst zu regeln, werde ich eventuell entweder einblenden oder auf dem Discord-Server irgendwann mal veröffentlichen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es gibt einen Shining Community Discord-Server. Da solltet ihr ab und zu, was Projekte angeht, falls ihr da auf dem neuesten Stand bleiben wollt, wirklich mal reinschauen. Dann braucht ihr mich nämlich nicht in den Kommentaren für so etwas zu texten. So, damit habe ich jetzt auf jeden Fall den Infoteil, der für heute gedacht war, abgeschlossen. Und jetzt will ich eben kurz das Zeug einsammeln. Ich mache einfach mal eben kurz Cut zu dem Zeug. So, da unten ist das Sammelzeug Nummer 1. So, hier ist Miman Nummer 2 für heute. Nochmal ein bisschen Glorie. So, hier ist jetzt direkt Miman Nummer 3, den ich gefunden habe. Und da es direkt in der Nähe ist, jetzt hier noch das eine Teil zum Einsammeln. Das ist direkt hier runter. Guckt, da liegt es schon. Ja, und damit habe ich alles für diesen Trödeltrupp eingesammelt. Das wollte ich halt onscreen machen und nicht offscreen. Ich will halt nicht immer alles offscreen hier erledigen. So, und weiter habe ich tatsächlich hier in der Ebene nicht geguckt. So, den Kampf habe ich übersprungen. An der Stelle hier war ich noch nicht. Scheint aber auch nichts zu sein. Lieber Herr Nager, ich will nicht kämpfen, ich will mich hier nur umschauen. Eventuell sehe ich ja was, das ich nicht gesehen habe. Es könnte möglich sein, dass ich den besiegen kann. Eventuell auch nicht. Ich guck mal, wie viel der hat. Level 51, den könnte ich tatsächlich besiegen. Okay, ich brauche Feuer, Kameraden. Idun bleibt. Die macht schon mal Schade der Hygia. So, mein Quetzel hole ich einmal rein. Und ich hatte noch einen anderen, der für Feuer gut war. Ach ja, ich hatte mir ja letztes Mal, glaube ich, Fähigkeiten noch gegönnt. Es ist so 2-3 Wochen her, dass ich das hier gespielt habe, tatsächlich.
Aber ihr seht, dass ich ein bisschen hier versucht habe, Charaktere zu machen. So, das Feuerteam ist bereit. Machen wir den Cannabis-Schirm. Und dass die sich mal verteidigen. Abwehr gesenkt. Gut, dass ich gerade alle Abwehr erhöht habe. Boah, zwei haben einen negativen Status. Ich will den Status angucken. Ja, nur meine Trefferrate ist runter. Okay. Mein Hauptschar kann nichts mit Feuer. Idun? Nee, das sollte ich mir eigentlich aufsparen. Aber... Statuseffekt gezogen. Das hat sie jetzt. Das könnte hier ganz praktisch sein. So, Feuer dem. Und danach direkt Feuerdrachenschlag. Pam. Kämpfen hier gegen einen Samurai, da muss ich schon richtig gut loslegen. Omagatoki Tanz und Sehe habe ich noch nie gesehen. Okay. Sollte ich mir für die nächste Runde aufheben. Schale der Hüge kann ich nicht machen. Ich könnte Media machen. Verteidige dich. Idun darf nicht sterben. Und ich natürlich auch nicht. Oh, jetzt hat er nochmal die Abwehr gesenkt. Ach, hör auf mit deinen komischen Fockner. Versuch's mal lieber mit Nahkampf. So, Tanz. Aramasa. Das sollte dem Quetzel zumindest helfen. So, ich mache jetzt einfach den Apfel. Feueratem, macht er jetzt 5 Treffer? Ja, jetzt macht er 5 Treffer an einem Gegner. Dann mache ich das bei ihm direkt auch. Und Aramasa. Und Idun lasse ich wieder ihre Schale der Hygia machen. Der hat jetzt auch mittlerweile genügend MP, dass sie die Abwehrfähigkeit zweimal machen kann. Der senkt durchgehend nur meine Abwehr. Aramasa! Den Quetzel, den sollte ich nach Möglichkeit auch hier diesen Drachenschlag geben. Das ist immer ganz praktisch, die Fähigkeit. Idun gebe ich mal ein bisschen MP zurück. Wir haben den Krieger schon fast down. Dieser Omagatoki Tanz ist auf jeden Fall praktisch, wenn ich Charaktere habe, die dieses 2 bis 5 Mal Schaden haben, weil sie dann ja die maximal an einem raushauen können. Ist stärker als alles andere. Vor allem, wenn es alles Kids wären. Mipatra. Ich müsste mal kurz... Mit was greift der eigentlich an? Der hat bisher keinen Angriff wirklich gemacht. Ah, wenn greift der höchstwahrscheinlich im Nahkampf an. Dann würde ich tatsächlich auf meinen Char eben kurz diesen Angriffsreflektor, also den Angriffsspiegel machen. Auf physischen Schaden. Falls er mich anzielt. Genau, dann macht er mal Bufula. Als ob er mich mobben will.
Also der ist schon low HP, ne? Goldener Apfel. Warum auch nicht? Jetzt machen ja alle wieder richtig gut Schaden. Läuft doch. Ja. Er ist fast tot. Dran denken danach unbedingt hier leben. Also alle heilen. So, der Feuerdrachenschlag sollte es richten. Jawohl. Wir haben den Samurai besiegt. Und das sogar recht schnell. War einfacher als gedacht. Und außerdem Samurai scheint an der Stelle nichts gewesen zu sein. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich ganz vorne bei dem Portal. So, Leute, wir sind jetzt hier vorne. Dann machen wir jetzt mal wieder mit Story weiter. Nachdem ich diesen Weg hier hochgelaufen bin, der so verdächtig wirkt. Er wirkte nur verdächtig. Aber hier kann ich ja hochklettern. Okay, wenn ich so komisch klettern muss, dann muss hier was sein. Da sind ein paar Ose. Da ist was, das die Trolle aufsammeln kann. Da wechseln mal kein Gegner. Ah, hier ist eine Kiste direkt vor mir. Und irgendwas fliegt am Himmel rum. Ah, der Horus. Ich guck erstmal hier oben zu Ende. Ich kann ja mit dem Portal einfach wieder zurück gleich, falls ich nicht zurückkomme. Da ist ein schwarzer Mitama. Den würde ich gerne mal bekämpfen. Lernt treffen. Ein Mimann. Der hat mich schon erwartet. Jeder Mimann der Folge. So, dann springen wir mal hier runter. Guck mal, was hier so ist. Okay, hier käme ich zur Not wieder hoch. Hier am Ende des Weges ist eine Kiste, soweit ich das sehe. Mich würde interessieren, von welcher Stelle aus man ihn bekämpfen könnte. Also den Vogel, der hier rumfliegt. Einfach mal kurz beobachten. Das interessiert mich gerade brennend. Vielleicht bin ich auch gerade an dem Punkt, wo man ihn bekämpfen kann. Ja, das ist der Punkt. Jetzt ist nur die Frage, ist er ultra stark oder ultra schwach? Jetzt kommt es Level 90. Oh, Level 46. Den kann ich besiegen. Guck mal, zwei Minibosse. In einer Folge. Da hat sich doch das lange Warten auf eine neue Folge gelohnt für euch. So, Eaton muss ich austauschen. Sie hat nicht den Schwarzdrachenschlag, sondern stirbt für mich. Mit dem Tanz wird, stirbt für mich krass, weil ja fünfmal die One-Hit-Chance bestehen würde. So, Winddrachenschlag. Er ist ja nur Level 46 und er ist eine Nebenquest. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay, ich mache mal einen Cannabis-Schirm. Und Schwarzdrachenschlag. Hat er eine One-Hit-Chance. Ich dachte, er hätte die Fähigkeit hier mit dem Angriffsdeck, aber das war der andere.
Der Vogel sieht auch richtig cool aus, ne? Wie der so schön leuchtet. Warte mal. Einmal fürs Thumbnail. So, jetzt müsste ich irgendwo ein Bild fürs Thumbnail haben. So, Schwarzdrachenschlag und Idun darf jetzt einmal ihren Apfel verwenden. Was hat er eigentlich sonst noch für Fähigkeiten? Oh, das ist ein Lichtkrieger. Der hält aber nicht viel aus, der Vogel. So, Schwarzdrachenschlag. Er ist schon Half-Life. So low ist der. Der Krieger war schlimmer. Obwohl, eigentlich nicht. Der hat nur einen Angriff gemacht. Wo man davon spricht, ne? Er hat auch gerade einmal kurz zugeschlagen. So, jetzt einmal um Magatoki, dann ist er tot. Komm, ich will mal Seelenraub sehen. Oh, ein cooler Angriff. Und ich kann ja nochmal angreifen. Der ist so oder so tot, Leute. So, Licht bringt mir überhaupt nichts. Sie lasse ich verteidigen. So, ein Angriff noch und der sollte tot sein. Ja, wir haben den heiligen Vogel besiegt. Wir haben Hochus Kopf geholt. Komm mal da, hat es sich doch noch gelohnt, hier hochzukommen. Ich guck noch mal von oben. Ich weiß ja, wo der sitzt. Zur Not gehe ich mal ein bisschen näher ran, damit ich es auch auf der Karte besser sehe. Also er sitzt direkt hier drüben. Vom Prinzip her da hochklettern, hier rüber und dann könnte ich hier eventuell zum schwarzen Mitama. Und dann mal gucken, was der so droppt. Weil ich habe noch nie einen schwarzen Mitama bekämpft. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, für einen Part reicht das für heute. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!